So, meine lieben Freunde, willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe, dass ihr mich hört. Und hier sind wir gerade in Potsdam-Drewitz. Und hier vorne ist auch dieser Ort, was so schön aussieht. Das werdet ihr gleich sehen. Hier fahre ich auch mit der Straßenbahn entlang. Zeige ich euch auch gleich. Gleich muss ich nämlich die Straßenseite überqueren. Und dann zeige ich euch mal das, wie das hier aussieht. Hier ist nämlich die Straßenbahn, die hier vorbeifährt. Jetzt kommt gerade keine. Aber ja, hier, das ist so die Gegend. Hier fährt die Straßenbahn links, rechts von uns fährt sie jetzt die 96 und am Wochenende auch die 92 Richtung Marie-Juhatsch-Straße. Und ja, ich finde das schon irgendwie cool hier, also vom Aussehen her. Mal gucken, ob man den Busfahrer kennt. Man kennt sich ja unter sich. Kennen ja, aber mit Namen nicht. Ich hoffe, ihr seid nicht zu hoch, kann das leider nicht angucken. Deswegen muss ich einfach blind vertrauen, dass es so klappt, ohne Probleme. Hier ist Robert-Beberski-Straße, ist auch eine Straßenbahn-Haltestelle. Ja, letztens bin ich nämlich ein bisschen gefahren, nicht so weit, habe aber erst ab der Endhaltestelle hier Marie-Juhatsch aufgenommen und jetzt seid ihr live dabei, wie ich noch ein bisschen weiterfahre. Also was heißt ich weiterfahre? Ich fahre nicht weiter, aber ich nehme früher auf, so. Ich fahre jetzt ungefähr die gleiche Strecke wie letztens. Hier ist auch gleich eine Station von uns. Das ist nämlich Priesterweg. Mit einem kleinen Abhang hier. Bisschen Offroad. Das ist hier die Haltestelle Priesterweg. Wenn man zumindest Richtung Marie-Juhatsch fährt, befährt man diese von der Seite, wo ich gerade drauf war. Und wenn man wieder zurückfährt, dann fährt man hier lang an der Haltestelle vorbei. Das ist nämlich auch Priesterweg. Ja, und dann gehen wir, also wir sind eigentlich jetzt aus Drewitz raus. Wir sind jetzt im Kirchsteigfeld. Im Kirchsteigfeld. Auch eine relativ schöne Gegend. Hinten kommt gleich ganz viel Platz, ganz viel Feld. Aber ich denke mal, das bleibt nicht lange so. Die sind hier nämlich hier am Umbauen, Aufbauen, alles Mögliche. Haben wir jetzt auch schon ein paar Gebäude hier dazu gebaut. Eine Fliege sind sie sich geflogen. Reden und fahren ist vielleicht nicht so die beste Entscheidung. Wir werden auch gleich eine Bahn rausfahren sehen, weil die Taktung ist ja alle 10 Minuten. Meine Lieblingsstrecke, um ehrlich zu sein, die 96, fahre ich immer am liebsten, weil sie am längsten ist. Das heißt, von einer Haltestelle zur anderen, also von einer Endstelle zur anderen Endstelle, fährt man nämlich ordentliche Minuten. Und ich glaube, wenn man eine Schicht hat, 96, fährt man so, ja, wenn es hochkommt, 4 Runden insgesamt. Wenn das vielleicht mal ein bisschen länger ist, dann 5 Runden, aber nicht ganze. Und da vorne fährt sogar die Straßenbahn gerade los. Die hat jetzt sozusagen den Endbahnhof Marie-Juhatsch verlassen und fährt jetzt Richtung Platz der Einheit. Okay, dann ist es einer, der gleich in den Hof reinfährt. Deswegen fährt er nur bis Platz der Einheit. Und von Platz der Einheit fährt er dann rein in den Betriebshof. Könnte sein, ja, 19 Uhr, könnte hinhauen. Ja. Jetzt habe ich natürlich vergessen, meine Uhr wieder zu starten. Sehr gut. Also starte ich wieder, wie letztens, von jetzt gleich. Hoppala. So. Radfahren. Überspringen. Los geht's. So, dann wird er mir mal rumquatschen, wie viele Meter ich gemacht habe, wie viele Minuten ich gebraucht habe. Ja. Ja, leider habe ich die Aufzeichnung natürlich jetzt spät begonnen. Kann ich aber dann ins Video reinpacken, wenn ihr wollt. Vielleicht so als Nebenbild, damit ihr seht, wo ich gerade bin. Ja, hier ist die Endstelle. Hier lässt man die ganzen Leute raus. Und dann fährt man da rein, macht einen kleinen Bogen, den machen wir mit jetzt. Wir fahren mal einen kleinen Bogen rein, so wie die Fahrtrichtung auch ist. Ja. Dann hat man hier so eine weiße Bodenplatten, die ihr hier seht. Das ist zum Abmelden, da vorne war zum Anmelden. So, und hier, weil da vorne muss man die Weiche stellen. Entweder nach links oder nach rechts. Das müssen wir halt von Hand machen. Das steht aber meistens auf dem Zettel drauf, in welche Richtung wir fahren oder wo wir, in welches Gleis wir befahren sollen. Dann haben wir hier die LZA.
Lichtzeichenanlage oder Lichtsignal, nee, ich glaube Zeichenanlage, und die sagt uns dann, ob wir richtig gedrückt haben oder ob die Weiche funktioniert, ob sie spinnt oder nicht, wie auch immer. Und dann fährt man hier rein und dann ist auch eine Haltetafel, aber nur wenn ein Zug vor dir schon steht. Meistens, wenn es ein Combino XL ist, passt es sowieso nicht. Aber dann hält man hier vorne bei den zwei H's, hält man, ja, und dann wartet man seine Zeit ab und fährt dann irgendwann los. Dann sehen wir gleich nochmal diesen Kontakt, den ich meine. Der ist da vorne jetzt gerade. Wir fahren gleich nachher ran und zeige ich euch das Ding. Genau da. Da ist der Weichenkontakt. Und wenn wir den überfahren, wir können ja sowieso langsam hier rumfahren, weil hier so eine kleine Kurve ist. Und man darf ja auch nicht schneller fahren als, glaube ich, 15 oder 10 km/h. Dann bekommt diese Anlage ein A, also eine Anmeldung. Und dann, ja, da vorne kommt jetzt die nächste Bahn. Und wenn wir die Anmeldung haben, dann kommt auch unsere Phase, dass wir dann irgendwann fahren dürfen. So. Jetzt fahren wir so ein bisschen in diesen Kürzsteigfeld rein. Ich fahre ja ungefähr den gleichen Weg wie letztens. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich heute ein bisschen besser fahren kann als letztens. Das Knie ist entlastet durchs Fahrradfahren, was natürlich sehr gut ist. Ist ja auch der Sinn der Sache, dass das Knie entlastet wird. Und ja, muss ich halt jetzt öfters machen, bis ich dann sogar zur Arbeit mit dem Fahrrad wieder fahre. Aber noch morgens, ja, da traue ich mich noch nicht ganz. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen Angst, was Dings angeht, was das Pedal angeht. Wie gesagt, letztens hatte ich ja das Malheur, dass ich Fahrradfahren war. Und ja, mitten in der Pampa ist mir dann der rechte oder linke Pedal abgebrochen. Ja, war halt zu viel Gewicht für das Ding. Entweder war das auch Billigfabrikation oder wirklich viel zu viel Gewicht darauf. Bin ja eigentlich ordentlich lange damit gefahren, also da kann man echt nicht meckern. So, schöne Gegend eigentlich, so kleine Häuschen und alles mögliche. Sieht schon cool aus. Hier hinten soll auch irgendwas sein, irgendwas hat mir letztens einer gesagt. Da kann man irgendwo langfahren. Aber da will ich jetzt nicht langfahren. Wir drehen einfach so ein bisschen unsere Runden und gönnen uns den paar Kilometer. Und noch hat meine Uhr nicht gemeldet. Noch habe ich keinen Kilometer. Ah, jetzt. 14,9 Kilometer. Ja. Also ich habe einen Kilometer in 4 Minuten geschafft. So. Dann denke ich mal, machen wir heute mal die 5 komplett. Letztens, ja, ich hätte ja eigentlich schon mindestens einen hätte ich schon gemacht. Wegen ja, ich habe die Uhr erst spät eingestellt oder eingeschaltet. Deswegen machen wir die vier noch komplett. Also noch 4 Kilometer. Dann haben wir heute unser Ziel erreicht. Ja, Leute. Das komplette Video wird natürlich nicht auf diesem Kanal kommen. Das Video wird auf dem Kanal hier kommen, einen Teil. Und der andere Teil auf meinem Kanal, wo ich ihn ein bisschen pushen will. Das heißt, wir haben hier die Hälfte und die andere Hälfte, wenn ihr die sehen wollt. Dann müsst ihr auf den anderen Kanal gehen und dort abonnieren. Am besten liken, abonnieren. Natürlich auch das Video zu Ende gucken. Kommentieren wäre natürlich auch schön. Ja, ich weiß nicht, wie lange das Video wird. Wenn ich aber jetzt so 4 Minuten 1 Kilometer habe, dann haben wir locker 20 Minuten bei 5 Kilometer. Also jeweils 10 Minuten. Dann habe ich 20 Minuten Workout gemacht. Schon mehr als in den letzten Monaten, muss ich euch echt zugeben. Ich habe mich echt wenig bewegt. Wirklich sehr, sehr wenig. Und das spüre ich im Knie, Knochen, Muskeln, Krämpfe, alles. Ich war jetzt am Samstag mein Auto reparieren und habe dort mein Radlager hinten gewechselt. Und ich muss euch sagen, an dem Tag haben wir noch ein bisschen die Halle aufgeräumt und sauber gemacht. Sehr lange. Wir waren von 11 Uhr morgens, 12 Uhr morgens bis locker
2 Uhr morgens bei denen. Die haben da die Halle sauber gemacht, ordentlich gemacht, Müll rausgeschmissen und alles mögliche, mein Auto repariert. Wir haben die Halle aufgeräumt, dass man wieder normal da nutzen kann. Ein paar Sachen weggeräumt, ein paar Sachen weggeschmissen. Also wirklich ordentlich gemacht. Ich hatte dann am Ende des Tages, glaube ich, 12.000 Schritte auf der Uhr. Hab's dann auch ein bisschen bereut, war ein bisschen zu viel auf einmal. Mein Knie hat es mir dann gedankt. Ne, wenn man so lange sich nicht bewegt hat und dann auf einmal so viel, dann schallert das ordentlich ins Knie. Und das Knie hat mir das dann auch am nächsten Tag gleich gedankt mit derben Schmerzen, weil es dann wieder Überbelastung war. Ja, ist natürlich blöd gelaufen. Ja, und heute bin ich minimalistisch unterwegs, muss ich sagen. Letztens war ich ja noch mit Rucksack und alles Mögliche. Heute bin ich nur noch mit so einer kleinen Tasche hier dabei. Da ist meine Powerbank. Da ist mein Ladegerät drin. Da ist mein Kopf. Kopfgurt. Ich habe ja so einen Kopfgurt, so einen Hals. So ein Stirnband-mäßige Halterung für GoPro. Dann habe ich noch so eine normale Halterung gemacht, mitgenommen. Ein Mikrofon, ein Lavalier-Mikrofon, also so ein Wireless-Mikrofon. Weil ich ja Überlegung war, vielleicht heute sogar noch ein paar Aufnahmen zu machen, was die FAQs angeht. Also die Fragen, die gestellt wurden. Oh, 2 Kilometer. Oh, 3 Minuten für 1 Kilometer gebraucht. Okay, ich übertreibe gerade ein bisschen. Ich übertreibe gerade extrem. So, mal kurz die Linz, ob alles noch aufnimmt. Ja. So, ja. Ja, 3 Minuten. 3 Minuten für 1 Kilometer jetzt gebraucht. Ich werde schneller. Ich werde schneller und besser. Mein Arsch tut mir jetzt schon weh. Also er fängt an weh zu tun. Noch ist es nicht Endlevel. Aber ne, man soll ja nicht übertreiben. Deswegen machen wir nur kurz nach vorne noch bis zum Johannes Kepler Platz, glaube ich, heißt das. Von da aus fahren wir dann nach rechts, wo die M96 auffährt. Und fahren dann langsam in die Richtung der Heimat. Dann müsste ich rein theoretisch meine 5 vielleicht voll haben. Ja. Schön wäre sowas mit dem Helm zu machen. So, wo man sich Mikrofon ranklemmt und weiß, was man sieht. Weil ihr würdet dann das sehen, was ich sehe. Ja. Oder Helm oder dieses Stirnband dran zu machen, damit ihr das sieht, was ich sehe. Das wäre natürlich mega. Aber ich muss sagen, seit dem Samstag, was Bewegung angeht, hat sich ein bisschen was gesteigert auch, merke ich auch selber. Ich hatte keine Rückenschmerzen, komischerweise, nur das Knie halt, ne? Ist ja klar. Nach langer Nichtbelastung auf einmal sowas mit 12.000 Schritte ist natürlich, ne, schon heavy. Aber es war nicht geplant, um ehrlich zu sein. Es war eigentlich nicht geplant, so viel zu laufen.